Darum Glück auf zum 28. Part der Tiernan Parker Spielerkarriere und Manchester United gewinnt Rennen um Arturo Vidal. Da würde ich doch ganz gerne mal wissen, was der gekostet haben soll. Auf alles andere sind wir ja schon so ziemlich eingegangen. Juve holt Nathaniel Klein, das ist auch interessant. Arturo Vidal, was soll er denn gekostet haben? Ja, zeig mir doch einfach die Summe. Das ist doch das, was mich interessiert. 37,9 Millionen. Ach, für einen 30-Jährigen kann man das mal ausgeben. Für Manchester ist das ja eher Kleingeld. Gut. Ist egal. Wir spielen gegen Grimsby Town auswärts. Ich habe ja schon vorweggenommen, dass wir da bisher jetzt nicht so gut waren, wenn wir gegen den vermeintlich Schwachen auswärts ran mussten. Oder generell, wenn wir gegen vermeintlich Schwache ran mussten. Aber jetzt soll es wieder was werden. Wir sind jetzt auf Platz 8 in Schlagdistanz zu den Playoff-Plätzen. Und jetzt wird Zeit, dass wir oben wieder angreifen und seit langem auch mal wieder einen vermeintlich Schwachen schlagen. Der letzte waren die Wycombe Wanderers. Und ja, Grimsby Town ist ja auf Platz 22 unterwegs. Dahinter, ne, 21 sogar, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Ganz hinten ist Yeovil Town. Davor ist, glaube ich, Forest Green. Wycombe ist auf 20. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Wir schauen gleich mal, wenn die Tabelle eingeblendet wird. Und falls Grimsby Town gezeigt wird, gehen wir dann nochmal näher drauf ein. Jetzt ist erstmal wichtig, Nathan Jones, dass wir schauen. Also, okay, nee, wir werden nicht gezeigt. Es wird nur gezeigt, dass wir auf Platz 8 sind. Wie gesagt, mit einem Sieg wäre vielleicht Platz 7 oder 6 drin. Und dann wären wir wieder da, wo wir hingehören und wo wir am Ende auch sein wollen. Klar, wir wären am Ende lieber ganz, ganz oben, aber das ist halt diesmal nicht machbar. Damit muss man sich wohl abfinden. Und wenn wir in den Playoffs landen, dann wäre das doch schon mal stark. Grimsby Town im Tor mit McCone. In der Innenverteidigung mit Osborne und Clark. Über rechts kommt Davis, über links Dixon. Barrett und Summerfield auf der 6. Woolford und Rose links und rechts. Cardwell auf der 10. Und vorne drin ist Hooper. Und Nathan Jones hat diese folgende Mannschaft ins Rennen geschickt. Im Tor natürlich Marek Stech. Auf rechts James Justin, auf links Daniel Potts in der Innenverteidigung, Cuthbert und Sheehan. Davor meine Wenigkeit mit Alan McCormack und Glenn Rear. Und vorne bleibt alles wie immer Luke Gambin, Lawson Duff und Danny Hilton. Harry Connick scheint den Rang abgelaufen bekommen zu haben von Lawson Duff. Verstehe ich nicht ganz. Also Duff spielt nicht schlecht, aber er ist jetzt auch nicht Weltklasse. Also von daher, naja, schauen wir einfach drauf. Oh, direkt der Ballverlust von mir an Cardwell. Das war so nicht geplant. McCormack regelt das aber. James Justin, schlechter Pass. Fängt ihn aber zum Glück direkt wieder ab. McCormack, Justin, ja, meine Wenigkeit. Dreh da mal ab, spiel den Ball auf Glenn Rear. Danny Hilton, McCormack, schlechter Pass. Davis dazwischen. Rose, Summerfield, Campbell. Barrett, ich bleib jetzt hier beim 17er. Aber langer Ball und den fängt Daniel Potts ab. Und klärt dann aber völlig unnötig. Und James Justin kann den Ball dann auch nicht richtig annehmen. Deswegen Einwurf für Grimsby Town. Lawson Duff, das sieht gut aus. Jetzt vielleicht, wenn es schnell geht. Es geht schnell, langsam bin ich ja nicht. Schuss geblockt, aber dann sehe ich unten Luke Gambin starten. Gambin braucht zu lange. Rose dazwischen. Ah, schade. Schade, schade, schade. Wenn Luke Gambin da ein bisschen flotter unterwegs ist und Rose den nicht mehr einholen kann, dann wird es ganz, ganz spannend. Barrett klärt mit einer Grätsche vor mir. Lawson Duff, James Justin. Lawson Duff, kein Abseits. Flanke kommt, McCormack, Tor! 1:0, Alan McCormack trifft. Mal wieder nach klasse Flanke von Lawson Duff. Einwurf, dann spiele ich den Pass auf Duff.
der mit der Flanke. Und dann steht McCormack einfach richtig. Köpft den Ball über den Torwart hinweg. McCone dann da ohne Chance aus der kurzen Entfernung. Clark verliert das Kopfballduell gegen den eigentlich kleingewachsenen Alan McCormack. Und Tierney Parker ist natürlich wieder der erste Gratulant beim Jubeln. So gehört sich das. Viertes Saisontor schon von Alan McCormack. Da soll man mal sagen, ich bin mit meinen 6 zu sehr in der Offensive unterwegs. McCormack hat doch auch schon 4. Im Gegensatz zu unseren Stürmern. Ich glaube, Danny Hilton hat gerade mal 2 Saisontreffer. Lass ihn vielleicht 3 haben, aber das ist auch Maximum. Lawson Duff, das sieht gut aus. Ah, da wollte ich Lawson Duff wieder mitnehmen. Hat nicht ganz geklappt. Dann machen wir uns mal lieber zurück auf den Weg. Auf die 6. Wolford setzt sich da gegen James Justin durch. Spielt den Pass. Barrett, langer Ball, aber Hooper nimmt den sogar an. Ich dachte eigentlich, dass Jack Stacy den hat. Ach, Jack Stacy spielt ja gar nicht. Pardon. Alan Sheehan meine ich natürlich. Campbell. Oh, setzt sich gegen mich durch. Eigentlich hatte ich ihn schon. Und dann behält Cardwell. Sorry, Cardwell ist es, nicht Campbell. Cardwell den Ball und dann verzieht er aber zum Glück 4-5 Meter am Tor vorbei. Erste Möglichkeit für Grimsby in der 15. Minute. Oh, McCormack. Treibt da den Ball bloß raus. Manchmal sieht das da schon ein bisschen... Oh, was macht denn Daniel Potts da? Rose, Cooper, komme ich zu spät. Wolford vorbei an James Justin. Und der schlänzt ihn allerdings auch gute 2 Meter am Tor vorbei. Ja, wenn nicht sogar 3. Aber Grimsby Town erhöht jetzt den Druck. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir jetzt hinten sicher stehen. Und vielleicht schon recht schnell Danny Hilton, klasse Pass. Luke Gambin. Gambin legt ihn rein. Dixon, der Linksverteidiger, ist dazwischen. Braucht da aber zu lange, klärt trotzdem noch, weil ich ihm nicht ganz den Ball abnehmen kann. Ich bin in den Zweikampf gekommen, aber die Balleroberung gab es nicht. Und dann spiele ich diesen schlechten Pass. Und dann Glück, dass Glenn Rear und auch Luke Gambin aufpassen. So wäre es gefährlich geworden. McCormack, Glenn Rear, Lawson Duff, Ball wieder weg. James Justin, McCormack, Danny Hilton, Glenn Rear, Lawson Duff, mach ihn alleine, mach ihn doch alleine, macht er nicht. Ich dachte, ich stehe im Abseits, stehe ich aber nicht. Und ich mache das Tor. Guter Pass von Lawson Duff. Ich dachte, ich wäre im Abseits. Ich treffe ihn eigentlich nicht richtig. McCone ist sogar noch dran. Mit dem Fuß, glaube ich. Das sehen wir jetzt hier. Ja, er ist noch dran. Kann das Ding aber nicht mehr entscheidend abfälschen. 2:0. Und Tiernan Parker hat wieder getroffen. 7. Saisontor. Einmal den Sprint nach vorne gemacht. Und direkt Hütte. So soll es sein. 2:0 nach 27 Minuten. Dann können wir uns jetzt auch ganz entspannt auf unsere Defensivaufgaben hier konzentrieren. 8,2 bisher. Da geht auf jeden Fall noch einiges. Ball abgefangen. Oh, ich habe doch nach unten gedrückt. Ich habe komplett nach unten gedrückt. Mehr kann ich nicht machen. Keine Ahnung, warum der Pass nicht ankam. Ich gebe es ja zu, wenn ich einen schlechten Pass gespielt habe. Aber in dem Fall habe ich einfach nach unten gedrückt. Weiß nicht, was da los war. Ob er das nicht angenommen hat oder was. Ja. Nichtsdestotrotz, Wolford mit diesem schlechten Pass. McCormack. Potts. Ebenfalls schlechter Pass. Davis hat den abgefangen. Summerfield. Den habe ich auch. Und dann gutes Zusammenspiel da von uns. Richtig gutes Zusammenspiel. Sieht richtig gut aus. Und dann kommt Luke Gambin dran. Luke Gambin kommt an diesen Pass. Genialer Pass von mir auf Luke Gambin. 3:0. Wir sind wieder da. Luton Town ist zurück. Super Pass auf Gambin. Der grätscht genau im richtigen Moment. Und wieder ist es die Nummer 5, Clark, der zu spät kommt und pennt. Für McCone ist da nichts zu machen. Kommt er nicht raus, kann Gambin sich die Ecke aussuchen. Kommt da raus. Ja. Wird er vielleicht angeschossen oder der Ball geht rein. Luke Gambin, 5. Saisontor und ich habe den klasse vorbereitet.
Da muss ich mir auch selber mal auf die Schulter klopfen. Wollte eigentlich den Weg gar nicht mit nach vorne machen, aber dieses Zusammenspiel da, mein Ball abfangen und dann dieses Zusammenspiel mit McCormack und Rear und Lawson Darf hat perfekt funktioniert. Cardwell, Summerfield, Cardwell, Cuthbert dazwischen. McCormack, Cuthbert und Gamble. Alles gut. Nimm direkt erstmal Glenn Rear mit. Wohin mit dem Ball? Erstmal nach außen auf Potts. Hauptsache den Pass sicher spielen. McCormack, Gamble, Danny Hilton und Dixon Clair. Cardwell, den habe ich. Ah, ja, den habe ich. Gut gelöst. Gamble. Ich mache vielleicht gerade mein bestes Spiel. Ich habe schon einige gute gehabt. Ah, da habe ich gepennt, aber ich bin wieder dazwischen. Und auch da war ich fast dran. Ich mache vielleicht eins meiner besten Spiele. Lawson Duff. Hilton. Lawson Duff. Danny Hilton. Das sieht gut aus. Summerfield klärt. Und dann ist Barrett, Dixon und Hooper. Rose, den haben wir. Cuthbert macht das klasse. McCormack. Ah, die Pässe kommen. Ah, da nicht. Danny Hilton, schade. Glenn Rear, McCormack. Kriegen wir einen noch vor der Halbzeit? Glenn Rear, McCormack. Spielen sich dem Ding jetzt da im Mittelfeld hin und her. Potts, ich biete ihm den Laufweg an. Er spielt mir nicht den Pass zu, aber dann ist zum Glück Halbzeit. Bevor Rose da noch irgendwie durchstarten kann. Puh, da muss man mal einmal durchatmen. Was für eine Halbzeit. 3:0 und das völlig verdient. McCormack, Parker, Gamble, die Torschützen. Erstes Tor mit eingeleitet, zweites Tor gemacht. Drittes Tor vorbereitet. Überall irgendwo ein bisschen beteiligt. Sehr gutes Spiel von mir. Und auch sehr gutes Spiel meiner Mannschaft. Unserer Mannschaft. Sieht richtig gut aus. Wolford. Ja, nimmt den Ball an. Der springt dann direkt ins Aus. Justin. Sheehan. Justin. Pally Roddock, ein Panzu. Kommt für Alan McCormack. Das ist auch wichtig jetzt mal, in der Halbzeit dann zu wechseln, mal die Kräfte zu schonen von McCormack. Der ist wichtig. Wolford dreht sich da gut um Justin rum. Summerfield, Barrett direkt, aber kein Problem für Marek Stech. Wie gesagt, der hat in letzter Zeit alles, was man halten kann, hat der auch. Lawson Darf, nimmt Glenn Rear mit. Der hätte mir den Ball zuspielen können. Hat er ein bisschen lange gebraucht, um das zu realisieren. Pass von mir auf Danny Hilton. Der kommt dran. Ein Panzu. Summerfield. Und ich ziehe wieder nach hinten ab. Bin dann da. Rose, Ha, Cardwell. Kriege ich nicht ganz. Schade. Bleib aber bei Cardwell. Und den haben wir. Ein Panzu, klasse dazwischen. Oh, Glenn Rear, ein Panzu. Probiert es mit einem langen Ball. Summerfield. Ja, Anspielstationen sind gerade nicht so viele da. Barrett, Cardwell, Barrett, Wolford. Wohin, wohin? Da ist es sehr eng. Hooper, außen steht Rose. Und der Winkel war zum Glück zu spitz für ihn. Dreierwechsel bei Grimsby. Dembele, McAllister und Matt kommen für Rose, Barrett und Cardwell. Das ist jetzt auf jeden Fall mal eine Ansage. Der Trainer ist offensichtlich megast unzufrieden. 57 Minuten rum. Ah, Luton Town entscheidet sich dann etwas später für einen Wechsel und nimmt Danny Hilton runter und bringt Elliot Lee. Okay. Das ist ein Wechsel, den haben wir noch gar nicht gehabt. Das ist äußerst interessant. Ich frage mich, wie sich das jetzt auf dem Platz auswirkt. Und wer jetzt die Sturmspitze ist. McAllister zieht an mir vorbei. Hooper zieht an allen vorbei, aber zieht auch am Tor vorbei. Das war nix.
Schön, dass er es mal probiert hat. Sah auch gut aus. Also das Dribbling war nicht schlecht, aber dann, ja, der Torschuss war dann eher mangelhaft. Parker kriegt jetzt den Ball. Wohin? Auf James Justin, auf Sheehan, auf Glenn Rear. Da muss man auch mal ruhige Pässe spielen. Ein Panzu, Glenn Rear. Ich laufe mit. Lawson Duff kapiert das auch. Duff wollte ihn reinbringen. Dixon klärt zur Ecke. Und wir wechseln nochmal. Luke Berry kommt jetzt für Glenn Rear. Soll nochmal nach vorne ein bisschen Vollgas geben. Finde ich gut, dass Nathan Jones da jetzt nicht auf Defensive geht, sondern dass wir mal ein bisschen was vielleicht fürs Torverhältnis tun können. Oh, Sheehan, Lawson Duff probiert's mit einem Kunstschuss. Der war allerdings kunstvoll daneben. Aber krasse Annahme und dann Dropkick. Ich meine, klar, wenn er reingeht, dann ist das ein geniales Tor, aber war doch eher unwahrscheinlich, dass der reingeht. James Justin gewinnt das Kopfballduell. Wolford, Barry. Kriege ich den Pass. Setz mich nicht durch. Doch, ich habe ihn noch. Sieht gut aus. Sieht richtig gut aus. Ein Pan zu. Warum legt er denn nochmal ab auf Elliot Lee? Boah, nicht schlecht. Aber an Panzus Stelle hätte ich den selber probiert und den nicht abgelegt. Weil für Lee war der schwer. Der hätte ihn vielleicht dann ins lange Eck bringen sollen. McCone dann mal mit einer guten Parade. Hätte doch schon das 4-0 sein können. Cuthbert und Dixon und McCone sind sich nicht einig. McCone hätte ihn wohl gehabt, aber Dixon schießt ihm quasi den Ball noch aus der Hand ins Aus. Und so haben wir die nächste Ecke. Und die kommt auf mich, aber ich kann da nichts draus machen. Cuthbert. Anspiel von irgendwem, habe ich jetzt absolut nicht gesehen, von wem, bei dem Tohuwabohu da. Macht nichts. Weiter geht's. Und wieder Ball abgefangen, Lawson Duff. Wir spielen uns jetzt in einen Rausch. Ah, fehlt was. Schade. Wolford, Balleroberung von mir. Ah, dann Fehlpass. Da war ich aber fast schon wieder da. Hooper. Cuthbert drängt ihn gut ab, aber es gibt den Freistoß. Cuthbert vielleicht ein bisschen viel Körpereinsatz reingelegt, aber ist okay. Davis probiert's, aber der geht gute 3 Meter übers Tor. Und die Grimsby-Anhänger sind mehr als... Unsere Luton Town-Anhänger sind mehr als zufrieden. Das ist seit langem die stärkste Leistung. Vielleicht sogar insgesamt, wenn wir jetzt mal den Sieg gegen... Wenn wir jetzt mal den Sieg gegen Peterborough United rausnehmen, der ja wirklich stark war. Aber das ist, glaube ich, mit die stärkste Leistung, die wir bisher gezeigt haben. Elliot Lee, was für ein Ding. Ich laufe auch mit. Lawson Duff, erkennt er das, dass ich mitlaufe? Ja, er wollte mir den Pass zu spielen. Der kam aber leider nicht ganz genau. Aber trotzdem, schön gemacht. Super Pass auch von Elliot Lee auf Lawson Duff. Und Panzu, jetzt habe ich Platz. Ah, jetzt habe ich zu lange gebraucht. Luke Berry hätte eine gute Möglichkeit gehabt, hier abzuschließen. Dembele, da habe ich die Grätsche versucht, hat nicht ganz funktioniert. Matt. Dembele, Cuthbert halb dazwischen, Justin wieder Matt, Dembele, legt zurück, Wolford, Marek Stech. Auch der liefert heute eine klasse Partie ab und ist genau dann, wenn er da sein muss, ist er da. Und der war schwer, weil man nicht weiß, ob Cuthbert und Luke Berry, die da beide reinspringen, ob die den Ball noch kriegen. Und dementsprechend war der schwer. Wenn er rauskommt, dann will ich ihn haben. Cuthbert, Lee, schickt mir den Ball zu. Macht er, schickt mich lang. Jetzt muss ich mich gegen McAllister da durchsetzen im Zweikampf. Das gelingt mir auch. Jetzt haben wir Platz. 4 gegen, keine Ahnung, egal. Ich bringe den Ball lang. Luke Campbell kommt dran. Aber nimmt den, glaube ich, nur mit der Brust. Nee, mit dem Kopf. Ah, schade. Schade. Luke Campbell, richtig gut gemacht.
Da hätte er sich und mich belohnen können mit dem 4:0. Das wäre eine Krönung gewesen. Ein richtig gutes Spiel. Da macht es dann auch Spaß. Da macht es dann auch wieder richtig Spaß. Dembélé, den fange ich ab. Der war abzusehen, den fange ich ab. Und jetzt haben wir 4-3. Pass auf, Lawson Duff. Lass dir den nicht mehr nehmen, Junge. Was macht der? Was macht dieser Lawson Duff? Der lässt sich den doch nehmen. Der hätte klingeln müssen. Ganz eindeutig. So ein guter Pass. Da hätte es scheppern müssen. McAllister. Hooper. Summerfield mit einem langen Ball, aber das ist kein Problem für Potts. Dembélé vorm Panzu da am Ball. McAllister. McAllister spielt den Pass auf Dembélé. Der zieht nochmal zurück. Wolford. Ne, so absolut nicht. Ja, wird mir nochmal schlechtes Timing angekreidet. Sehe ich ein bisschen anders. Aber gut. Sei es drum. Ich habe einiges getan für meine 9,4. Potts, Wolford. Ne, das klappt auch nicht immer, Wolford. Potts. Und ein Panzu. Und Elliot Lee. Und den kriegt Gamble. Den kriegt Gamble noch. Und dann. Oh, ich wollte den Chip-Pass anfordern. Wollte mich gerade im Rücken von Clark wegschleichen und wollte den Chip-Pass anfordern. Und dann hätte ich auch einfach Volley genommen, glaube ich. Aber wenn er denn auf mich gekommen wäre. Aber egal. Das hat richtig Spaß gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war ein richtig geiles Spiel. Luke Gamble, 2 Schüsse, 1 Tor. Und wir gewinnen völlig verdient 3:0. Wir hätten auch 4, wir hätten auch 5:0 gewinnen können. Chancen waren da. Wir haben richtig gut gespielt. Klar, wir haben auch früh geführt und konnten dementsprechend kontern. Anscheinend sind wir eine Kontermannschaft. Und ja, 3:0. Ich bin überwältigt von diesem Spiel. Eine 75 herausgespielte Chancen. Eine Spielbewertung von 9,4. 50% der Schüsse sind aufs Tor gegangen. Einer rein, einer daneben. 86% meiner Pässe kamen an. 5 kurze nur misslungen. Ansonsten ist alles angekommen. Ein wichtiges Dribbling habe ich mir gegönnt. 2 Zweikämpfe gewonnen, 4 verloren. 3-mal stand ich nur schlecht in diesem Spiel. Abgefangen habe ich 3 Bälle. Das war auch richtig gut. 5-mal den Ballbesitz geholt, 9-mal verloren. Ja, passiert halt schon mal. Aber war ein gutes Spiel von mir. Insgesamt 9,4, da kann man mir jetzt, denke ich mal, nichts ankreiden. Oh, da gehen wir gleich drauf ein. Da gehen wir gleich drauf ein, was ich da gesehen habe und worüber ich mich da jetzt freue. Sind 2 Dinge. Das heißt freuen, also was mich auf jeden Fall überrascht hat. Valencia gewinnt das Rennen um Alejandro Gomez. Das ist interessant. Und wir schauen mal das Training an. Gut gespielt haben wir ja. Ah, gut trainiert dann so halbwegs. Defensiver Stresstest war dann eher nichts für mich. Da habe ich dann nicht so Lust drauf gehabt. Abschluss unter Druck habe ich Bock gehabt. Tore schießen ist meins. Ich bin Sechser, aber im Herzen bin ich Stürmer. Ganz klar. Oder ich bin ein Stürmer gefangen in dem Körper eines Sechsers. So kann man das, glaube ich, am besten beschreiben. Und wir schauen auf die Ergebnisse. Und zwar, wo sind wir denn? 27.01. natürlich. Da. Kaliza United unterliegt Forest Green 0:1. Cheltenham Town verliert gegen Barnet ebenfalls 0:1. Chesterfield schlägt Stevenage im Kellerkampf 1:0. Crawley Town 2:1 gegen Accrington. Exeter City gewinnt 3:0 gegen Yeovil Town. Okay, da stand es vorhin 0:0, als mir das angezeigt worden ist. Wahrscheinlich war da gerade Halbzeit oder so. Mansfield Town gewinnt 3:1 bei Morecambe. Wir gewinnen, verdient, 3:0 bei Grimsby Town. Lincoln City 0:1 gegen Newport County. Port Vale 0:0 gegen Colchester United. Und Swinton Town schlägt Crewe Alexandra mit 2:1. Das Spiel von Cambridge gegen Notts County war nicht dabei. Sollten wir vielleicht nochmal mitnehmen. Werden wir auch tun. Werden wir auch tun. Jetzt haben wir allerdings. Ja, kommen wir da irgendwie dran vorbei? Ja, kommen wir. Begegnungen schauen wir uns nochmal eben an. Notts County gewinnt 1:0 gegen Cambridge United. Man hätte die 3 Punkte für Notts County eigentlich schon mit einrechnen können. Die marschieren und marschieren und marschieren. 8 Punkte Vorsprung vor Swinton Town. Dann kommt 5 Punkte davor
Mansfield, also 5 Punkte vor Mansfield Town, liegt Swindon Town. Dann Exeter City und dann kommen wir. Wir sind Fünfter. Wir sind Fünfter. Gut, zugegeben, wir haben 10 Punkte Rückstand auf den 4. Exeter City, 11 auf Mansfield Town und mehr brauchen wir nicht rechnen. Aber wir sind Fünfter und das ist ja wohl einiges wert. Immer noch die zweitbeste Defensive der Liga und zwar mit Abstand. Notts County und Exeter haben 19 Gegentore und dann kommen wir mit 21 und dann kommt lange nix. Dann kommen erst 29 Swindon Town. Also wir haben eine richtig, richtig gute Abwehr. Unser Sturm ist allerdings eine Katastrophe. Erst Barnett auf Platz 12 weist ebenfalls 31 Tore auf. Alles andere bis Platz 11 hat mehr als wir. Und das muss sich ändern. Da müssen wir besser werden. Gut. Sind wir jetzt auf die Tabelle eingegangen? Ja, tut sich ansonsten nicht allzu viel. Da gehen wir jetzt nicht auf jeden Platz nochmal einzeln ein. Nehmen wir lieber die letzten Tage des Transferfensters mit und schauen, ob irgendwer schon mal Zugänge hat. Ja, bei Crewe Alexandra gibt's einen, bei Exeter City gibt's einen, bei Stephen H. gibt's zwei. Mittlerweile kann ich alle Logos fast auswendig. Forest Green, bei Grimsby Town. Ja, Lincoln City auch. Wir machen einfach mal weiter und schauen, was sich so tut in der Welt. Wilfried Zaha geht für 15 Millionen zu Arsenal. Das ist interessant. Juventus will euer Sabal. Wir springen hier einfach mal runter, lustig weiter. Scheint sich ja momentan nicht viel zu tun. Ausgaben liegen aber auch schon bei 176 Millionen. 205, da hat sich also wieder was getan. Aber wir springen mal eine Stunde vorher, schauen wir uns mal die Transfers an. 244 Millionen Gesamtausgaben. 276, mein Gott, da werden die harten Deals abgeschlossen. Offensichtlich. Eine Stunde vorher hat sich nichts getan. Können wir denn auf die Transfers überhaupt eingehen? Nee, können wir glaube ich nicht, ne? Nee, scheint nicht so zu sein. West Ham gewinnt das Rennen um Leander Ndonka, 30 Millionen. Hoffenheim holt Alassane Player. Ja gut, die mussten ja auch Ersatz holen für André Kramaric. Gut, wir springen einfach mal. Nee, da wollte ich nicht hin, pardon. Springen einfach mal auf die letzten Stunden und die letzte Frist für Transfers ist damit jetzt auch abgelaufen. Und wir schauen uns die Info an. 276 Millionen wurden insgesamt ausgegeben. Wir können leider nicht sehen, für wen. Ist aber, denke ich, in der Pro-Karriere auch nicht ganz so interessant. Wenn das rechts... Oh, das ist interessant. Spieler des Monats. Das ist interessant. Oh, das geht runter wie Öl. Das musste ich jetzt nochmal mitnehmen. Spieler des Monats. Und Thomas Müller wechselt zum FC Barcelona. Okay, aber egal. Spieler des Monats. Das möchte ich doch nochmal. Da möchte ich doch. Das möchte ich. Oh, herrlich. Herrlich. Spieler des Monats. Ach, schön. Das geht runter wie Öl. Damit kann man den Part doch mal ganz entspannt abschließen, während das Spiel gegen den vor uns liegenden 10 Punkte Vorsprung habenden Verein Exeter City ansteht. Das wird nicht einfach, aber ich bin heiß und motiviert als Spieler des Monats der EFL League 2. Endlich mal Belohnung. So, und damit sage ich haut rein, Glück auf und ciao, ciao.